Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bauchintensiv heute an diesem schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr seid motiviert für eine Runde Bauchtraining. Ihr braucht heute an Materialien eine Scheibe, eine Hantel, eine schwere Wasserflasche, das geht auf jeden Fall auch, und irgendeine weiche Unterlage oder ein Handtuch, weil wir einige Übungen natürlich am Boden machen werden. Ich mache heute Bauch nicht alleine, sondern mit Fabian und mit Ann-Kathrin. Ich freue mich sehr. Wir legen los mit einem Warm-up im Stehen und dann machen wir später alle möglichen Bauchübungen. Wir starten erstmal im Marschieren, sobald die Musik startet. Ganz entspannt. Erstmal reinkommen. Dreht diese Musik richtig schön auf heute. Trampelt so laut, wie die Nachbarn das tolerieren. Der Bauchnabel zieht jetzt schon mal leicht nach innen. Atmet ein und aus. Wir schwingen einmal. Wärmen die Schultern auf. Achte. Werd groß deine Schulterbewegungen noch ein bisschen tief über die Seite. Und noch ein bisschen größer, wenn ihr könnt. Sehr gut, einmal schließen. Großer Schritt. Beine soft, Bauch bleibt drin, wir sind schön groß. Alles klar, wir gehen ins Curl. Ferse bis zum Po, wir brauchen die Beine gleich am Anfang für ein, zwei Übungen. Sehr gut. Ins Marschieren. Und einmal hier auf der Stelle, das heißt, wir ziehen einmal nur die Ferse zum Po. Und einmal Knee-Lift nach vorne. Die Arme dürfen jetzt mitgehen, wir gehen in leichte Rotation. Bauchnabel bleibt wie immer natürlich drin. Weiter atmen, weiter lächeln. Mehr. 7, 6, 5. Nochmal Bauch reinziehen. 4, 3, 2. Marschieren. Sehr gut. Komm ein letztes Mal ins Schwingen. Und die Arme wirklich nochmal ganz locker. 4, 3, 2. Marschieren. 4, 3. So, wir wählen unsere Handgelenke auf. Die brauchen wir nämlich gleich auch. Wechselt immer wieder die Bewegung. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten mit unserem ersten Squat. Und wenn ihr wollt, dürft ihr euch jetzt auch schon das Gewicht dazu schnappen. Wir haben jetzt 2,5 und 5 Kilo. 1 Kilo funktioniert genauso wunderbar. Erstmal das Gewicht vor der Brust. Fußspitzen weit nach außen. Wir schieben langsam tief. Die Beine dürfen einmal mit aktiviert werden. Der ganze Körper darf heute mitarbeiten. So, wenn wir das nächste Mal hochkommen, schieben wir die Hantel mit nach oben. Über Kopf. Tief. Über Kopf. Der Bauchnabel bleibt die ganze Zeit schön eingezogen. Der Rücken ist gerade. Arme bleiben lang, tief und hoch. Sehr gut. 3, 2, 1. Scheibe wieder vor die Brust. Links vor, rechts zurück. Ein großer Schritt. Schultern schön nach hinten unten rollen. Festmachen. Arme ausstrecken. Tief. Und hoch. Tief. Achtung, wir gehen etwas schneller. Tief. Wir drehen. Rück.
hoch, tief, drehen. Wenn das mit langen Armen zu viel wird, könnt ihr jederzeit die Arme etwas beugen. Acht Stück. Bleibt schön fest im Rumpf, die Hüftbeuger, Hüftknochen schauen nach vorne. Nicht die Hüftbeuger, macht wenig Sinn. Jawohl. Vier Stück noch. Zwei mehr. Gut. Einmal kurz Seitenwechsel. Schultern neu sortieren. Die Arme müssen heute ein bisschen mitarbeiten. Habe ich das vergessen zu sagen? Wir gehen langsam. Tief, erstmal wieder hoch. Noch einmal so. Jetzt mit Rotation. Achtung. Tief, drehen, rück, hoch. Achtet auf euer vorderes Knie, das ist jederzeit hinter der vorderen Fußspitze. Und der Bauch ist natürlich drin. Acht Stück, wenn die Arme jetzt schwer werden, kurz Pause machen. Ansonsten wieder strecken. Sehr gut. So, vier schöne machen wir noch. Noch drei. Sind eure Arme auch schon warm? Zwei. Ein letzter schöner. Gut, dann darf die Scheibe auch schon weg. Wir breiten gerne unser Handtuch aus. Ein kleines bisschen. Wir starten jetzt aber erstmal mit herabschauenden Hundübungen. Also guckt, dass das Handtuch euch nicht stört. So, wir sind am Ende der Matte. Ihr kennt meine Lieblingsübung. Wir wandern tief. Mit den Händen in Liegestützposition. Warten kurz hier, spannen einmal den Bauch an und schieben jetzt ganz bewusst den Po nach oben. Bleiben hier im herabschauenden Hund. Einmal kurz einrichten. Füße etwas weiter als hüftbreit. Hände entspannt. Schultern weit weg von den Ohren. Brust Richtung Knie. Rechtes Bein geht jetzt in die Luft. Unser rechtes. Und das Knie zieht Richtung Stirn. Halten. Langsam hoch. Nochmal schön ausstrecken und wieder Richtung Stirn. Wieder hoch. Achtung. Ziehen. Vor. Rück. Hoch. Jetzt haben wir ein bisschen Tempo. Vor. Vor. Hoch. Hoch. Vor. Vor. Hoch. Drei noch. Zwei. Letzter. Beinwechsel. Erstmal schön lang ausstrecken, gut einrichten. Einmal ganz langsam nach vorne. Guck mal, wie weit ihr kommt. Und wieder hoch. Zieh, vor und hoch. Zieh, vor und sehr gut. Weiter so. Und wieder hoch. Vier Stück noch. Drei. Der letzte. Kurze Pause. So. Ich bin schon am Kettefuttern. Ist auch nicht so gut. Schmuckbandsport immer schlecht. Wir lockern einmal kurz die Schultern. Machen gleich noch eine Runde. Lockert gerne die Handgelenke. Entspannt den Nacken. Eine sportliche Runde machen wir noch. Ich zeige sie euch kurz. Und zwar, ihr kennt das vielleicht. Erst in die Mitte, dann diagonal und dann gleichzeitig. Vier Wiederholungen pro Seite, dann Seitenwechsel und dann gibt es eine Pause für die Arme, okay? Gut, sind wir bereit? Okay, und das war mich, ich sehe schon. Habe ich erwähnt, dass es anstrengend wird heute. Aber von nichts kommt nichts, der Sommer naht. Wir starten mit dem rechten Bein. Vor, zur Stirn. Wieder lösen, diagonal. Wieder lösen, gleichzeitig. Diagonal.
Sehr gut. Gleichzeitig. Einen haben wir noch, oder? Gut, kurzes Päuschen hier. Einmal gerne nochmal die Schultern lockern. Die nächste Runde machen wir nochmal richtig schön. Die Schultern freuen sich heute so richtig. Ich glaube, Fabian macht später nichts für die Schultern. Nee, ne? Dann ist gut, dann dürft ihr jetzt voll reinhauen. Wir machen die andere Seite. Schiebt euch hoch. Und vor. Mittig. Hoch. Vor. Diagonal. Hoch. Gleichzeitig. Hoch. Mittig. Hälfte ist geschafft. Letzte Wiederholung. Vierte Mal. Gleichzeitig, dann haben wir es. Sehr gut. Und Päuschen. Locker doch hier gerne nochmal. Die gute Nachricht. Wir legen uns jetzt auf den Rücken. Und die Arme haben erstmal soweit Pause. Nicht für immer, aber für ein bisschen. So, weiter geht's mit Crunches. Ganz entspannt. Da lacht der Fabian, wenn ich entspannt sage. Hände an die Ohren, wir schieben langsam hoch. Und tief. Ganz gemütlich erstmal. Wir schauen hier nochmal durchs Dachfenster, genießen den blauen Himmel. Die Fersen stemmen gerne fest in die Matte. Der Bauchnabel zieht nach innen. Schultern sind weit weg von den Ohren. Wenn ihr hochkommt, atmet ihr aus. Wenn ihr zurückkommt, atmet ihr ein. Sehr gut. Gut, dann lasst der Kopf ablegen, die Beine in den rechten Winkel und wir tippen mit dem vorderen Bein auf die Matte, wieder zurück in den rechten Winkel. Hinteres Bein, zurück in den rechten Winkel und der untere Rücken bleibt ganz fest auf der Matte. Etwas Tempo. Hopp, hoch, hopp, hoch. Ihr könnt es gerne mal mit euren Fingern kontrollieren, ob viel Platz in eurem unteren Rücken ist. Wenn ihr die Hand durchschieben könnt, ist das ein schlechtes Zeichen. Dann drückt noch ein bisschen tiefer. So ein Blatt Papier durchschieben ist in Ordnung. Viel mehr darf es aber nicht sein. Letzte acht. Letzten vier. Danach geht's zurück in die Crunches. Tempo. Hoch und tief. Wenn es mit den Armen an der Seite irgendwann zu viel werden sollte, gar kein Thema. Nimm die Arme an die Seite und schieb mit den Händen nach vorne. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal eine Runde, die Beine in den rechten Winkel. Tipp, hoch, tipp, hoch. Sehr gut. Achte darauf, dass ihr den Kopf in einer neutralen Position haltet. Ihr könnt jetzt auch eine Hand unter eurem Hals durchschieben und die passt da gut durch. Dann wisst ihr, dass der Kopf in einer guten Position liegt. Und damit es nicht langweilig wird, erhöhen wir das Tempo noch etwas. Auf geht's. Tipp, tipp, tipp. Guckt nochmal, ob der untere Rücken auch wirklich gut auf der Matte ist. Der Kopf in einer guten Position ist. Und dann kann fast nichts mehr schief gehen. Die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier.
3, 2, gut. Dann dürft ihr euch die Scheibe schnappen, Hantel oder Wasserflasche oder was ihr auch immer habt. Die wollen wir jetzt noch ein bisschen benutzen. Und zwar machen wir Sit-Ups. Die Füße kommen dabei ein bisschen kuscheln. Also so ein Schmetterlingssitz. Genau, das ist die erste Übung. Und zwar die Arme gehen lang nach hinten. Und dann mit einem ganz kleinen bisschen Schwung ziehen wir nach vorne. Und die Scheibe kommt über den Kopf. Zweite Übung, die wir kombinieren, sind Rush-Sits gerne mit Gewicht. Wenn ihr irgendwann merkt, oh je, Mitgewicht wird ein bisschen viel, schmeißt es einfach weg, geht genauso gut ohne. Okay, dann starten wir mit den Sit-Ups. Wir gucken mal, welches Tempo wir schaffen. Starten mal von unten her. 3, 2, 1. Hoch, zieht und langsam ab. Hoch, zieht, langsam ab. Hoch, zieht. Sehr gut. Weiter so. 4 Stück noch. Der letzte. Dann bleiben wir oben. Stell die Beine auf. Schieb nach vorne. Rück. Vor und rück. Der Rücken ist schön gerade, Brust schiebt raus. Stellt euch vor, ich würde euch an einem kleinen Haar ganz sanft nach hinten oben in die Länge ziehen. Füße bleiben schön fest auf der Matte. Wer sich unterfordert fühlt, darf die Füße sehr gerne in der Luft halten. 3, 2, gut. Zweite Runde, einmal schafft man es noch. Zurück in die Sit-Up, richtet euch gut ein. Bringen wir langsam nach hinten. Und starten ab jetzt. Und rück. Hopp. Ziehen, wenn das Tempo für euch nicht passt, dann macht gerne euer Tempo. Nur ein Vorschlag. Vergesst nicht regelmäßig zu atmen. Und zu lächeln. 8 noch. 7. 6. Und bei den letzten 4 achten wir nochmal auf eine perfekte Technik. Auf geht's. 3. Schultern weg von den Ohren. Der letzte bleibt oben. Füße aufstellen. Los geht's. Noch ein bisschen größer werden in der Bewegung. Brust noch ein bisschen mehr raus. Weiter atmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, die Scheibe darf wieder weg. Ihr dürft kurz durchschnaufen, gerne einen Schluck trinken, wenn ihr es braucht. Wir drehen uns einmal elegant um auf den Bauch. Ging so elegant. War schon mal eleganter, macht aber nichts. So, wir starten mit einer Plank in der Mitte, und zwar einer Walking Plank. Das heißt, auf, zu, okay? Die Plank machen wir eine halbe Minute, sofern meine Uhr mitmacht. Jetzt macht sie mit. Halbe Minute, dann gehen wir in die Side Plank über mit Hüftheben. In den Varianten zeige ich euch noch. Wir starten in 3, 2, 1. Walking Plank, auf. Zu. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Seitstütz. Unteres Bein gerne anwinkeln. Hüftheben. Tief, hoch, tief, hoch. Wenn das obere Bein irgendwann zu schwer wird, habt ihr immer noch die Option,
das Bein leicht aufzutippen. Achte darauf, dass die Schulter und der Ellbogen übereinander stehen. Drei, zwei, so, zurück in die Mitte. Diesmal eine andere Variante. Und zwar Russian Twist in der Plank praktisch. Zeit läuft, auf geht's. Sekunden noch. Drei, zwei, Side Plank. Andere Seite, unteres Bein gerne angewinkelt, tief und hoch. Halbe Minute ab jetzt. Hoch, tief, 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 noch einen Zacken höher, sehr gut, bleib dabei, drei, zwei, eins, gut, dann dürft ihr euch nochmal auf den Rücken legen, wir bleiben genau hier, letzte Übung auf dem Rücken, bevor wir dann noch ein paar Sachen im Stütz machen, das heißt, lockert jetzt nochmal ganz bewusst eure Schultern und die Handgelenke. Wir gehen ins diagonale Klappmesser, das heißt Hand zu Fuß und wieder öffnen. Wenn euch die gesamte Länge zu lang ist, könnt ihr jederzeit den Ellbogen zu Knie wechseln. Okay? Wir ziehen das ein paar Mal durch. Der Bauch freut sich. Wir machen es erstmal langsam. Hoch, hoch, tief. Hoch, hoch. Wenn ihr Lust habt, mal zu Hause auszuprobieren, man kann es auch gleichzeitig mit beiden Beinen und beiden Armen machen. In der Theorie zumindest sieht das sehr gut aus. Vielleicht auch als kleine Lockdown-Challenge. So. Vier noch. Drei. Ihr dürft das andere Bein übrigens sehr gerne abstellen, wenn euch das ein bisschen leichter fällt. Das ist Geschmackssache. So, und jetzt machen wir ein bisschen Tempo, auf und zu. Zieht irgendwann mal ganz bewusst über die Diagonale. Letzten acht. Sieben. Sechs. Versuch nochmal lang zu bleiben. Letzten vier. Komm. Sehr gut. Und schon kommt der Seitenwechsel. Langsam. Hoch. Versucht die Kraft jetzt ganz bewusst aus dem Bauch zu nehmen und nicht aus dem Nacken. Noch ein bisschen länger über die Diagonale. Komm. Machen wir schon Tempo? Ich würde sagen, ja. Ab. Nochmal die Kraft aus dem Bauch nehmen. Ha. Die letzte acht sind angebrochen ab jetzt. Ha. Tief. Tief. Nochmal die Kraft raus. Über die ganze Seite. Letzten vier. Drei. Zwei. Sehr gut. Dann einmal eine elegante Rolle zurück auf den Bauch. Dabei durchschnaufen. Gerne was trinken. Letzte richtige Übung für heute und dann haben wir noch ein kleines Stretching vor. Ihr dürft in den Vierfüßlerstand. Einmal die Leggings sortieren. Gut einrichten. Vorderes Bein lang. Hinteren Arm lang. Daumen zeigt nach oben. Der Rücken ist immer noch so schön gerade, dass ich da eine Wasserwaage draufhalten könnte. Wir ziehen zusammen und auf. Diese Wiederholung widmen wir jetzt nochmal der Crunch-Richtung. Vier Stück noch. Ganz bewusst diagonal nochmal crunchen.
wir machen genauso weiter, aber Fokus jetzt auf den Rücken. Das heißt, wir gehen nur noch tief und hoch. Tief, ohne Crunch. Tief, hoch. Tief, hoch. Sehr gut. Lass den Kopf schöne Verlängerung auf die Matte gerichtet. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gut. Jetzt fahren wir langsam nach außen und wieder in die Mitte. Raus. Der letzte. Gut, Seitenwechsel. Richtet euch erstmal ganz entspannt ein. Bein lang, Arm lang. Ersten 8, Fokus auf den Crunch. Ziehen und lösen. Ziehen. Rücken ist immer noch schön gerade. Dann machen wir nochmal 4 schöne. Zieh und löse. Zieh. So, Fokus nach oben für den Rücken. Hoch, tief. Hoch, tief. Mach die Bewegung wirklich schön groß, sodass der ganze Muskel mitarbeiten muss. 8, 7, 6. Gleich geschafft. Sehr gut. 4, 3. Und dann fahren wir gleich noch 4-mal nach außen. Achtung. Rauf. Wieder mittig. 3. Mitte bleibt schön stabil. Der letzte. Gut. Dann lockert nochmal kurz. Bevor wir zum Stretching kommen, muss natürlich noch eine Abschlussplank her. Ohne die gibt es keine Dehnung. Halbe Minute. Ganz ruhige Plank. Wunderschöne Technik bitte. Wir starten in 4, 3, 2, 1. Letzte halbe Minute für heute. Wenn es gar nicht geht, dürft ihr die Knie absetzen. Lieber wäre es mir natürlich, wenn ihr schafft, oben zu bleiben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Bauchlandung, ablegen. Ihr habt es geschafft, noch ein ganz kurzes Stretching für euch, um die Muskeln wieder lang zu ziehen. Ihr dürft euch schon mal innerlich fest auf die Schulter klopfen. Ich fand es anstrengend. Ich glaube, wir werden einen guten Bauchmuskelkater bekommen. Nehmt die Hände rechts und links neben die Brust. Drückt euch sanft nach oben. Wir machen das Stretching extra nur kurz, damit wir gleich fit bei Fabian weitermachen können. Schiebt euch nach hinten in den Fersensitz. Macht den Rücken und die Arme ganz lang. Atmet tief durch. Gut, dann stellen wir das rechte Bein nach vorne auf. Schieb tief. Nimm beide Arme lang nach oben und leicht nach hinten. Schultern tief. Hüfte sinkt noch ein bisschen. Und wieder auflösen. Seitenwechsel. Erstmal tief sinken. Fokus auf die Hüfte. Beide Arme lang. Schultern tief. Und leicht nach hinten. Drei, zwei, eins. Gut, dann dürft ihr zurückkommen. Ganz kurz noch für Arme und Schultern.
Die Fersen rollen. Fersen rollen. Wow. Ja, wir haben Donnerstag. Es ist jetzt schon Zeit für Wochenende, oder? Fersen rollen habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Gut, ein Arm über vorne. Seitenwechsel. So, die Schultern bleiben hinten unten, der Kopflauf auf eine Seite ganz entspannt. Über vorne auf die andere Seite. Nochmal hin und her in eurem Tempo. Dann lockert euch nochmal aus. Legt die rechte Hand auf die linke Schulter. Klopft kräftig drauf. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch einen schönen Bauchmuskelkater. Bleibt noch dran, gleich für Fabians Training. Ich freue mich. Es wird ein guter Finisher für heute. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.